Willkommen, willkommen, hier spricht euer Friedhofswärter. Und wir müssen ein paar Dinge tun. Wir müssen zum Beispiel Säure erstellen. Ich vermute mal, das schaffen wir wahrscheinlich an einem Alchemietisch. Ein Alchemietisch. Und den werden wir wahrscheinlich hier unten bauen. Na, guck an, da ist noch das nächste Herz ist verarbeitet. Genau, die verbesserten kegelförmigen Gefäße brauchten wir da. Das heißt, die müssen wir jetzt dringend mal erforschen, wenn wir die Spiritualität dazu haben. Haben wir noch ein Herz? Nein, wir haben gerade kein Herz dabei. Haben wir oben noch ein Herz? Ich glaube ja. Ja, da ist noch ein Herz in der Kiste. Fertig. Wir können es, selbst wenn ihr wollt, nicht abbrechen. Oh, Maden kann man auch... Nice. Dafür sind Maden also gut. Alternativ kann man sie auch in den Handmixer schmeißen. Dann kommt eine Lebenslösung raus. Dann werfen wir die nächste Made mal da unten rein. Vielleicht gibt es ja was anderes. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Den Lebensextrakt. Ja. Gab 7 Dings. Nice. Und hier irgendwo drin muss immer noch eine Leiche rumliegen. Vermutlich sind wir das. Dem Buch nachzuurteilen zumindest. Oh, Arbeitszimmer ist der ganze Kram beendet. Schweinsleder ist, glaube ich, oben drin. Den Lebensextrakt können wir hier reinschmeißen. Da haben wir noch ein bisschen Wackelpudding. So, Schweinsleder passt hier mit neu. Dann warten wir mal, bis der ganze Kram da fertig ist. Morgen können wir wieder spirituelle Dinge abholen. Das ist gut. Ja, der sagt uns immer noch, dass da irgendwo eine Leiche drin rumliegt. Ich hoffe, die fängt nicht irgendwann einfach wieder an zu laufen. Ihr seht richtig, ich gehe nochmal hoch und hacke ein wenig oder mache ein wenig Eisenerz. Weil wir es einfach können. Oder weil wir es dann anschließend unten einfach in Ruhe brennen können. Weil ich glaube, so viel Erz haben wir jetzt gerade auch nicht mehr zur Verfügung und es macht schon Sinn, dass wir welches da mitnehmen. Energie können wir ein Eisenerzlager voll machen. Oder leer machen. Den Marmorsteinbruch müssen wir erst fertigen. Ich muss mir das mal aufschreiben. 4 Eisendinger und 7 Nägel. Da drüben können wir noch Wasser sammeln. Der Baum hier muss auch weg, weil das ist noch Bauzone. Ja. Wir können hier mal auf dem Rückweg immer wieder ein bisschen was von dem Holz mitnehmen. Das schadet ja nicht. Wir haben schönes Wetter heute. Schönes Wetter. Da drüben geht es ja zum anderen Wald. Habe ich ja verstanden.
Wenn wir zurück sind, können wir eigentlich schon eine ausgelaugte Predigt halten. Na gut, wir brauchen noch einen Moment. So, ich lasse die nochmal liegen. Ah, da kommt jetzt der Episkop. Ich schmeiß das Holz mal da runter. Bis der sich hingestellt hat, lange genug im Dings betrachtet hat. Dann kann man nämlich immer jedes Mal, wenn wir hier vorbeilaufen, so ein Stück Holz mitnehmen. Kann man dir eigentlich noch irgendwelche Questen helfen? Nee, wir brauchen nur den Fisch. Alles Gute und vielen Dank für den Fisch. Ja, haben wir leider keinen. Lasst mich ein paar Worte sprechen. Unsere Kirche ist cool. Toll, yay, Hipster. Lasst uns für diesen Segen twittern. Oder tröten. Oder Facebooken. Oder Google Plusen. Oder sucht euch was aus. Spenden sind immer willkommen. Das könnte ein neuer Rekord werden. Ja, 2,64, das ist ein neuer Rekord. Jo. Unter den Bedingungen fangen wir jetzt erstmal an, noch ein paar Grabsteine und sowas zu bauen, weil die wollen wir jetzt noch untersuchen. Für Spiritualität. Nehmen gleichzeitig erstmal noch so ein Dings mit. Sowieso Steine. Dann brauchen wir kein Steinreparaturwerkzeug. Da würde ich hin. Grabstein. Ja, Steine bitte. Ein Inventarplatz. Ah, alles klar. Dann schmeißen wir hier mal das Graphit drüber. Die Silbernuggets schmeißen wir hier rein. Dann brennen wir jetzt mal unseren ersten Stahl. Währenddessen können wir Dinge bauen. Wir haben noch irgendwelches Holz dabei. Und selbst wenn wir das Zeug schon untersucht haben, schadet es nicht. Haben wir schon beendet? Haben wir schon. Okay, haben wir schon alles beendet. Es schadet trotzdem nicht, das Zeug gebaut zu haben. So, dann haben wir nämlich eine Holzmarkierung und ein Holzkreuz noch. Die haben wir nämlich noch gar nicht untersucht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Bedingungen schmeißen wir den Kram hier noch ein. Vielleicht ist das ein bisschen voll hier. Steine passen wir auch nicht rein. So. Die Steine schmeißen wir mal kurz rein, auch wenn sie da nichts zu suchen haben. Das Holz hat ja eigentlich auch nichts zu suchen, liegt aber schon ewig drin. So. Ein Holzkreuz. Und eine Holzmarkierung. Und was zu essen. Wollen wir das Brot weghauen? Ich meine, was soll's. Wir haben so viel Brot, wir verkaufen es ja doch nicht. Weil wir unser Geld für was anderes bekommen. Noch schnell ein bisschen Brot essen. Nach dem ganzen Wackelpudding mal was Trockenes.
Können wir das Ding nämlich mitnehmen. Die Marder haben wir auch schon untersucht. Ja, haben wir. Ich wollte nur sicher gehen. Das Ding da ist auch mittlerweile fertig. Schmeißen wir die Marder mal hier ran. Wir haben hier noch eine Steinumrandung. Die kriegt dieses Grab ab. Dann haben wir noch ein paar Steine, andere Dinge. Also das Ding hier bekommt erstmal das Ding. Den Rest hier werden wir jetzt nochmal untersuchen, bevor wir es aufbringen. Untersucht. Kann ihm nicht zerfallen, wer hätte das erwartet. Dann untersuchen wir das Ding hier noch. Kann ihm auch nichts zerfallen und wenn wir schon dabei sind, machen wir das da auch. Dann haben wir wieder 37 Spiritualität. Können uns das Ding leisten. Was bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Dinger hier zu bauen. Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir hier unterbringen wollen. Ja, irgendwie. Dann schmeißen wir den Kram da erstmal dahin. Ich schaue nur schnell runter, ob da vielleicht die Made schon durch den Speck gezogen worden ist. Ja, das sieht gut aus. Was gibt denn die Made? Ein Lebensextrakt. Lebensextrakt haben wir alle schon durch. Dann können wir eigentlich mal wild durch die Gegend laufen und nicht verstehen, was wir tun. Wir brauchen ja noch 5 Glauben für unser Gebet. Das haben wir jetzt zusammen. Dummerweise haben wir die Kapitel nicht zusammen. Wir haben noch exakt 5 Glauben. Die hebe ich mal auf. Aber wo hebe ich die auf? Ich brauche noch einen Schädel. Ja, komm, dann kommen wir einfach hier mit. Der Glaube bleibt da. Ja, die Kiste ist eh voll, dann bleibt der Kram hier. Der Stahlding ist ja fertig. Irgendwie müssen wir das Eisen ja wieder loswerden. Aber irgendwie müssen wir auch diesen Stahl da loswerden. Das ist supi. Aber mal sehen. Wir wollten ja eigentlich 16 Balken mitnehmen. Davon haben wir welche. 4... Davon haben wir keine und wir brauchen noch 7 Nägel. Das heißt, wir müssen sowieso einfache Eisenstücke produzieren und dann noch 2-mal Nägel. So. Dann haben wir nämlich den Kram für den Marmorbruch. Hier ist Platz für den Stahl. Ich gehe mal ganz kurz pennen. Weil das Dümmste, was passieren kann, ist, wenn wir oben stehen, den Marmorbruch bauen und keine Energie mehr haben. So, erfrischt fühlen. Der Esel kommt aber auch nicht mehr, oder? Ist das vielleicht die gleiche hier unten? Nee, ich glaube nicht. Ich mache trotzdem mal an, vielleicht
Das ist die Leiche da unten. Die zählt also auch. Sehr faszinierend. Können wir eigentlich schon den Steinstandard 2? Nee, können wir nicht. Weil die brauchen wir ja auch. So viel zu denken, so viel zu tun. Ich will jetzt eigentlich nur mal ein Stündchen spielen, bevor ich dann später wieder eine Runde Dead by Daylight zocken werde. Weil heute ist ein Abend des DBD. Wir haben neue Leute in der Gruppe. Die müssen eingewiesen werden. Also spätestens, wenn sie Killer gewesen sind. Zack. Marmor. Marmor kostet Holzkeile. Gut zu wissen. Holzkeile macht man am besten vor Ort. Aber dafür brauchen wir dann noch anderes Zeug. Ja, dann kann ich euch das hier liegen lassen. Schaden tut's nicht. Dann brauchen wir da oben wahrscheinlich noch einen Marmor und einen Stein und ein Holzlager. Und irgendwas, um das Holz klein zu machen und zu verkeilen. Ich wünschte, ich könnte mich noch daran erinnern, wo ich diese Hanfsamen herbekommen hatte. Einfach nicht. Na komm, nimm's halt auf. Alternativ hacken wir hier das ganze Holz und nehmen es einfach mit hoch. Das geht natürlich auch. Das ist, glaube ich, die einfache Variante. Ich meine, wir haben ja schon ganz klein wenig Holz. Oh, noch ein bisschen Salz, ein bisschen Asche und eine Urkunde. Haben wir die Asche eigentlich schon untersucht? Wahrscheinlich ja. Ich bin mir da nie so sicher, was ich untersucht habe und was ich nicht untersucht habe. So, das Salz kommt hier rein. Die Urkunde kommt da rein. Oh, wir haben schon 5 Stück. Es lohnt sich ja wieder mal zurückzulaufen. Die Asche bleibt hier. Fällt hier eigentlich in irgendwas? Nein. Wäre auch sehr verwunderlich. Den Kürbiskern haben wir noch nicht untersucht. So, schauen wir mal, ob wir noch eine. Ob wir die Geschichte noch ein wenig verbessern können. Dafür brauchen wir das Ding hier noch. Ich glaube, Papier. Immerhin eine 1 zu 5 Chance, dass wir ein silbernes rausbekommen. Ja, es ist ein silbernes Notizbild, Kapiteldings. Und wir haben auch ein bisschen Spiritualität bekommen, das ist gut. Sollten wir vielleicht die, nein, nicht die Dinge, die Geschichten hier auch nochmal verarbeiten, solange wir können. Das gibt dann immer noch ein paar Kapitel. Oder Notizen. Ich glaube, Notizen, ja, gibt 4 Wissenschaft. Haben wir keine Tinte mehr? Die Tinte ist alle. Ja, ist okay. Uns ist die Tinte ausgegangen.
ich muss mehr kaufen. Halt, was brauchte Feder und Tinte zum Herstellen? Hier nix. Stift und Tinte, drei Dings und eine Tinte, ja genau. Die Federn haben wir ja schon gekauft und die Tinte liegt ja auch noch irgendwo rum. Dann können wir den Kram auch gleich mal zusammenbasteln, dann haben wir nämlich direkt neues Tintendings. So, drei Federn. Und die Tinte liegt, glaube ich, oben in der Kirchentruhe, also in der Friedhofstruhe. Trifft mich, wie ich wahllos durch die Gegend laufe. Und vor allen Dingen sinnlos. Zack. Da sind noch ein paar Sachen, die man untersuchen kann. Wir hier noch Notizen, die ich leider nicht verbessern kann. Oder wir warten, bis wir den Bühnenautor oder den... Du schreibst gute Bücher, tatsächlich kannst du alle Dinge, an die du dich erinnerst, aus der Neuzeit erinnerst, aufschreiben. Du weißt, wie man Wörter aneinander reiht. Manchmal kommt dabei sogar ein guter Satz heraus. Mutti wäre stolz. Ich vermute mal, dass das Ganze auch ein bisschen verbessert. Sollen wir da einfach darauf warten, dass wir uns die beiden Trades leisten können? Ich meine, das sind schon gar nicht mal... Ach, wir können ja noch eigene Geschichten erstellen. Wir brauchen die Skillpunkte. Drei pro. Es gibt drei pro Geschichte. Drei mal sechs sind... Na? Zumindest ein paar. Ich habe mal einen Schluck von meinem Getränk genommen. Ich hoffe, man hat das nicht zu sehr gehört. Ihr kennt mich ja, normalerweise saufe ich ja Tee ohne Ende. Zumindest in den letzten Graveyard Keeper LP Sessions. Diesmal ist es mal ausnahmsweise fertiger, also Instant Tee. Marken werden natürlich nicht verraten. Aber manchmal hat man einfach Bock drauf. Ich kann ein Kapitel herstellen. Kapitel sind 15 statt 4. Das macht Sinn. Hart arbeitend und schon wieder müde. Kein Wunder, wenn man die ganze Zeit hier im Keller rumhockt. Mal fix durchpennen. Ich fühle mich so erfrischt. Ach, da wollte ich gar nicht raus. Egal. Dann schmeiß mich wieder was an. Irgendwie hast du gerade das Falsche aufgenommen. Den Scheiß will ich eigentlich am wenigsten haben. Das waren jetzt natürlich die Krautensamen. Aber 13 Karotten. Das heißt, wir können schon mal ein paar Karotten hier unten reinschmeißen. Gar nicht mal so schlecht.
Das könnte den Esel wieder anlocken. Machen wir nochmal ein Kapitelchen. Jo. Und die Kapitel werden wir jetzt gleich für Wissenschaften. Wir können Karotten noch aussuchen. Auch sehr schön. Also, untersuchen, so rum. Eine Karotte fehlt noch. Wir haben noch diese ewigen Mengen Geschichten dabei. Die sollten eigentlich hier bleiben. Wir haben drei Fässer und Tinte dabei. Haben wir jetzt aus dem einen Ding drei Fässer gemacht? Drei Fässchen, kann das sein? Wäre natürlich auch sehr interessant. So, der Kram sollte eigentlich hier bleiben. Ich mache hier nochmal den Rest Lehm in Keramikschüsseln. Das verbraucht A, Wasser und B, werden wir die Keramikschüsseln später auch noch alle verbrauchen. Weil wir Stahlteile machen. Schon mal hier. Da haben wir schon genug. Du bist gleich durch. Sehr schön. Hopp, beeil dich. Dann machen wir nämlich... Ah, wir können noch vier Stahlbahnen machen. Okay. Dann haben wir nämlich auch das Graphit wieder weg. Also wir müssen irgendwie diesen Ofen dauer befeuern. Ich gehe mal ins Bett. Da ist der Esel wieder. Yay, wir kriegen mehr Leichen. Abgehauen ist er auch schon wieder. Dieser undankbare Esel. So, was haben wir denn da? Ich glaube, der möchte sein Blut verlieren. Dann möchte er sein Fett ab. Damit ist es eigentlich eine recht solide Leiche. So eine Leiche wäre ich auch gern oder so. Ich glaube, alles, was 5er ist oder so... Also, hier unten kommen die kleineren Sachen hin, da oben will ich die größeren hinhauen. So. Den lassen wir liegen, den graben wir aus. Der macht das ganze Grab schon schön, alleine nur dadurch, dass er da ist. Da lohnt sich jetzt, so einen Grabstein eigentlich hinzusetzen. Lohnt sich eigentlich eher nicht. Da lohnen sich eher solche Sachen, aber ja, die müssen wir erst halt noch irgendwie bauen. Vermutlich am Steiner 2 oder sowas. Aber den können wir im Moment noch nicht bauen, dadurch, dass wir halt noch ein paar Sachen dafür brauchen. Glaube ich. Na ja, wir müssen auf jeden Fall den erstmal erfinden. So, der Scheiß kommt dahin. Mal eine kurze Runde gedreht und wieder ins Bett.